Hallihallo, ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft The War Wars bei unseren Dragonflight Quests in der Version 11.02. Sind hier auf den Dracheninseln Amidras hier und hier in der relativ Mitte mit Miritra des Traums mit der Quest Andu Falador. Spricht mit Miritra in Bellamest, 2 Gold 80, 90 Kupfer. Dann kriegen wir ein Geschenk von Amidrasil, das gewährt 2500 Ruf bei den Traumwächtern. Dann noch eine pralle Traumsaat. Und wir können annehmen. Mal gucken, wir reden jetzt mit Miritra. Ich bin bereit, die Feier zu verlassen. So, jetzt müssen wir mit Miritra hier am Mondbrunnen sprechen. Ich bin bereit. Ich bin sehr dankbar für unsere Zeit miteinander. Meine lieben Freunde, dank der Hilfe der hier Versammelten erblüht Amidrasil um uns herum. Wisst ihr noch, wie ihr seinen Samen in den Armen hieltet, Tyrande? Natürlich. Ich behütete ihn wie ein Baby und ich versprach den Seelen darin, ihre Opfer zu ehren. Und ich schwor euch, alles in meiner Macht zu tun, um ihn zu schützen. Wir beide hielten unsere Schwüre. Ich sollte in den Ardenwald zurück, das Gleichgewicht wiederherstellen und um alte Schulden zu begleichen. Mutter, ich dachte, ihr kommt zurück, um sicherzugehen, dass... Mein liebes Kind, ihr seid stark, einfühlsam und weise. Und ihr seid nun die Anführerin, die ich in euch sah. Ihr brauchtet meine Führung nicht. Mutter, ich werde euch immer brauchen. Ich bin in der Nähe. Ich bin so, so stolz auf euch, mein Herr. Denkt daran, alle Zeit ist geliehen und darin liegt Schönheit. Alles ist gut. So, damit können wir abgeben bei Alex Drasser, der Lebensbinderin, Andu Falador und die Quest beenden. So, gut, Andu Falador. Wir sind Verteidiger des Traums gewesen, schließt die folgende Geschichtsstränge im smaragdgrünen Traum ab, haben wir demzufolge jetzt gemacht. So, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da, lasst auch gerne ein Follow auf meinen Twitch-Kanal da, der ist verlinkt im YouTube-Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.